da oben müssen wir doch aussehen wie... Wie Ameisen. Wie heißt du, Kleiner? Angel. Mach hier nicht einen auf Macho. Ist sie jetzt scharf oder nicht? Sie ist wahnsinnig scharf. Angelito, komm, steig ein. Sag's lieber gleich, wenn du aussteigen willst. Bin dabei. Los, los, los! Jetzt machen wir das Beste aus dem Mist. Mal verkloppt ihr euch volle Kanne wie zwei richtige Kampfhähne und zwei Minuten später raubt ihr einfach so einen Laden aus? Na los! Mach nicht auf zu, dicke Hose. Ich will nicht, dass dir was passiert. Mir wird schon nichts passieren. Wer ist das? Ihm gehört das hier alles. Er ist sowas wie der Pate. Ist seine Tochter. Sie sagen mir, für was Nachfrage besteht. Und ich beschaffe es. Ausliefern, absahnen, fertig. Salut. Willst du selber was aufziehen? Was für eine Riesen... Läuft hier. An deiner Stelle wäre ich jetzt vorsichtig. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Jeder hier macht sein eigenes Ding, okay? Die Schlösser! Es ist gefährlich, wenn Aurelio sauer wird. Wo willst du denn bitte hin? Ganz nach oben. So weit drauf wie möglich. Seid gegrüßt, liebe Streaming-Junkies. Tja, da warten wir nun schon seit über einem geschlagenen Jahr auf die finale Staffel von Haus des Geldes. Und was macht Miguel Herrán alias Rio in der Zwischenzeit? Er dreht einfach mal einen anderen High-Thriller. Denn in dem neuen Netflix-Originalfilm Sky High schlüpft er nämlich in die Rolle des draufgängerischen Juwelendiebes Angel. Dieser lebt nämlich mit zahlreichen anderen jungen Männern in einem, ja, slumartigen Barackenlager nahe der spanischen Millionenmetropole Madrid und schlägt sich als schlecht bezahlter Automechaniker durch, bis er eines Tages den Entschluss fasst, zusammen mit ein paar Freunden sündhaft teure Juwelen zu erbeuten und diese dann über den Schwarzmarkt weiter zu verkaufen. Der einfache Plan, schnell rein, schnell raus und verschwunden sein, bevor die Polizei eintritt. Das klappt zunächst auch, doch dann begeht Angel einen gewaltigen Fehler. Denn zunächst beginnt er eine Affäre mit der Freundin eines seiner Gangmitglieder und als würde das noch nicht für genug Zündstoff unter der Gruppe sorgen, trifft er auch noch auf eine alte Schulfreundin, das wäre an sich per se natürlich überhaupt nichts Schlimmes, aber die stellt sich dann auch noch als die Tochter des gefährlichen Gangsterbosses heraus. Also, eigentlich sollte Angel die Finger von beiden Frauen lassen, tut er aber nicht und genau deshalb gerät er bald in extreme Schwierigkeiten. Herausgekommen ist ein wilder Mix aus der Netflix-Originalserie Lupin und dem langlebigen Action-Franchise Fast and Furious. Tja, und mittendrin ein Miguel Herrán, der genau das tut, was er am besten kann, nämlich lange Finger machen. Aber Spaß beiseite, auch wenn der Film knapp 2 Stunden läuft, kommt es einem nicht unbedingt so vor. Und das liegt eben auch an dem Haus des Geldes da. Na klar ist auch hier nicht alles Gold, was glänzt, aber diesen kurzweiligen Mix aus rasanter Action, packenden High-Thriller, garniert mit einer Prise Sozialdrama und einem gefährlichen Liebesdreieck, kann ich euch tatsächlich an dieser Stelle nur wärmstens ans Herz legen. Und für alle Haus des Geldes-Fans ist es natürlich ohnehin eine willkommene Gelegenheit, um die quälend lange Wartezeit auf die 5. Staffel zu verkürzen. Aber was haltet ihr denn nun eigentlich von diesem neuen Streifen, der euch ab dem 2. April weltweit auf Netflix zum Stream bereitsteht? Schreibt es uns doch bitte einmal unten in die Kommentare. In diesem Sinne, bleibt gesund und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.